heute zu einer weiteren Folge, was ich an einem Tag esse. Und heute ist der Tag, an dem ich zum Minimalkorn fahre. Also, folgendes. Ich bin ungefähr kurz nach 7 aufgestanden, muss aber dann um 8.49 Uhr den Zug kriegen. Das heißt, es ist alles total stressig. Ich habe Essen vorbereitet. Und zwar nur Haferflocken, kein Obst, kein Gemüse vorher. Und das werde ich gleich im Zug essen. Und dann gucke ich mal, ob man in Essen was essen kann. denn die Minimalkorn ist in Essen, da fahre ich irgendwie 1,5 Stunden mit dem Zug hin. Und ja, es gibt eine Mittagspause und vielleicht gibt es auch ein gemeinsames Abendessen. Da muss ich mal gucken, was mich da erwartet. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gleich frühstücke im Zug. Und dann zeige ich euch nochmal, wenn ich es frühstücke. Wahrscheinlich. So, also Haferflocken mit Chia, Paranuss, Zimt, Banane, Birne oben drauf. Und die esse ich gleich mit meinem Spork. Den will ich auch nochmal zeigen auf meinem Zero Waste Esses-Tool. Bis später. Es ist 9.05 Uhr ungefähr. Ich sitze im Zug, also ich bin gerade eingestiegen und ich habe noch einen Kaffee von Kaffee Palace. Also das ist ein koffeinfreier Soja-Latte. Und ich esse jetzt mein Frühstück und bis dann. Also eigentlich zeige ich euch den Spork, ne? Auf der einen Seite Spoon, auf der anderen Seite Fork. Und ich bin zu spät dran. Ich habe einen Zug verpasst, den ich eigentlich kriegen wollte, weil ich kein Fahrrad gefunden habe. Jetzt muss ich gucken, ich bin wahrscheinlich eine Stunde später, also eine Stunde nach Beginn, also um 11 Uhr da. Es ist, was ist es? 13.30 Uhr. Das ist hier das Buffet-Mittagessen. Das ist alles vegan und ich habe es leider falsch gemischt. Ich habe Kartoffeln drauf getan. Ich hätte auch Reis nehmen können. Und dazu Süßkartoffeln oder Thai-Zeugs. Oder ich habe es auf jeden Fall falsch gemacht. Ich werde wahrscheinlich eh noch ein paar Mal laufen. Vielleicht. Ja, das ist jetzt Mittagessen. Bisher ist veganer Milchreis auf Obstsalat. Und Abendessen ist eine Maronenpfanne, ein Kartoffelpüree mit Reis und Salat. Reste von heute Mittag quasi, plus ein bisschen was Neues. Eine Portion Salat und nochmal Obstsalat mit veganem Milch. So, das war alles, was ich am Tag der Minimalkorn gegessen habe. Ich habe euch repräsentativ ein Foto von einer Limonade, also einem Glas Limonade, was ihr gesehen habt zwischendurch, nach meinem Frühstück, eingeblendet. Denn das, was ich da an dem Tag gemacht habe, was ich normalerweise nicht mache, war verdünnte Limonade zu trinken. Denn die hatten da, ja, ich hole nochmal aus. Ich habe dieses Unperfekthaus in Essen noch nicht so ganz verstanden. Also das lief so, dass wir da im 4. Stock einen Saal hatten, in dem ungefähr 100 Leute reinpassten. Und um in diesen Saal reinzukommen, zahlt man unten an Empfang 7,95 Euro. Und das war dann quasi der Eintritt für die Minimalkon. Wenn man aber zusätzlich noch was essen will, kann man noch so unterschiedliche Essensgutscheine lösen. Und sprich, es gibt, also man zahlt Eintritt, um in das Haus reinzukommen, aber in dem Haus sind dann verschiedene unterschiedliche Sachen, die man da machen kann. Und was alles dabei ist, das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Naja, jedenfalls hatten wir dann diesen Saal für die 7,95 Euro plus man konnte sich an so einer Selbstzapf-Softdrink-Theke bedienen, wo es 20 verschiedene Limonadensorten oder so gab. Und da die alle vegan sind, hatte ich das Bedürfnis, sie auszuprobieren. Und die coolste Mischung, die ich dann entdeckt habe, war eine Mischung aus Ananas und Johannisbeere. Und davon habe ich mehrere getrunken und das war auch das, was ihr da gesehen habt. So, also das gab es zwischendurch. Das mache ich sonst nie. Und das ist auch nicht gesund. Also Limonade ist echt scheiße. Limonade ist so scheiße, dass die Briten da eine Zuckersteuer drauf gemacht haben. Limonade sollte man nicht trinken. Ja, und dann, wie gesagt, gab es dann so ein Buffet. All you can eat und dafür konnte man dann unterschiedliche Gutscheine lösen. Und für Mittagessen und Abendessen gab es dann einen für 34,90 Euro, den ich gekauft habe. So, und damit habe ich für jedes Essen 17,50 Euro ausgegeben oder 17,45 Euro. Und da muss ich leider sagen, das war es einfach nicht wert. Das war nicht sonderlich gut. Ich bin natürlich satt geworden, abgesehen von diesem Milchreis, der war echt lecker. Aber ansonsten fand ich das Buffet eher, ja, bescheiden. Geschmacklich einfach. Ich habe dann am Tag danach
ganz normales Essen von mir gekocht, halt, was ich immer so koche. Das waren rote Linsen, Zucchini, Zwiebeln und Kartoffeln und ja, Salz und Pfeffer. Und das war schon. Und das war, ja, boah, ist das lecker. Und viel billiger. Also, das koche ich ja für, weiß ich auch nicht, 1,50 € oder so. Und ich bin gerne bereit, in Restaurants, zum Beispiel für veganes Sushi, gebe ich ja auch 26 € aus, einfach weil es richtig geil ist. Aber das war es dann nicht wert, leider. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die über das Essen nochmal, ne, das Haus finanzieren oder ob diese 7,95 € da ausreichen würden. Ich vermute es, dass sie über das Essen nochmal weiterfinanzieren. Aber dann auch wieder, man kann auch billig lecker kochen. Das war jetzt nicht so. Das war echt nicht berauschend, einfach. Ich meine, ich habe es trotzdem gegessen, weil wir alle da waren, aber ich werde es nächstes Jahr anders handhaben. Da werde ich woanders essen gehen, was scheiße ist, weil alle anderen ja da essen, oder ich nehme mir was mit. Dann läuft das dann halt so. So bescheiden fand ich es. Ja, das war das, was ich an dem Tag gegessen habe. Wenn es euch. Ach so, ach, ich sollte das Weinglas am Schluss nochmal erzählen. Ja, das habe ich mir dann auch noch gegönnt. Zucker macht mich labil, für andere Drogen haben zu wollen. Und in dem Fall war das dann halt auch ein Glas Wein. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Bis morgen, eure Silke.